Ja, moin dann mal und frohe Ostern. Gruß hier von der A44 bei richtigem Scheißwetter und glatten 9 Grad Außentemperatur. Ich habe mal eben kurze Pause eingelegt, um mir einen Kaffee zu kochen. Gleich geht es also weiter. Mich hat vorhin irgendwann mal einmal eine E-Mail erreicht. Da geht es darum, oder ich wurde gefragt, ob ich mal ein paar Takte sagen könnte zu Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen, wie es ja korrekterweise heißen würde. Ich nenne sie aber trotzdem mal einfach Solaranlagen, der Einfachheit halber. Es ist folgendes: Es ist eigentlich immer so, wenn die Wohnmobilfahrer ihr Wohnmobil bestellen, dann heißt es immer, wollen sie eine Solaranlage dabei haben. Wird die Anfrage bejaht, dann bekommt man zu 99% eine 110 Ampere Anlage eines bestimmten Herstellers mit dem entsprechenden Solarladeregler dazu. Warum ich davon überhaupt nichts halte, werde ich gleich in wenigen Worten einmal probieren zu erklären. Grundsätzlich ist es erstmal, wer braucht eigentlich eine Solaranlage? Also Solaranlage gewinnt immer mehr an Bedeutung, weil die Strompreise auf den Campingplätzen langsam horrend werden. Das ist das eine. Es immer weniger Stromplätze auf den Campingplätzen gibt und ich auch gar nicht auf einem Campingplatz dort stehen will, wo es Strom gibt, denn dort ist es meistens laut oder in der Nähe des Toilettenhäuschens. Nein, die schönsten Plätze sind fast immer ein bisschen weiter hinten auf dem Gelände, da wo halt eben die Leute ohne Strom stehen. Eine Solaranlage alleine reicht nicht. Das muss man jetzt gerade mal eben ganz klipp und klar sagen. Denn sei es drum, ich habe diese berühmte 110 Watt Solaranlage auf dem Dach. Die schafft das im Sommer vielleicht gerade den Kompressorkühlschrank so einigermaßen auszugleichen. Da hier kommt es aber auf den Sommer an und bei mir wäre es auch eine Frage, wie viel Bier im Kühlschrank ist. Hier wird es also schon mal sicherlich eng werden. Das Mindestmaß eigentlich auf jedem Wohnmobildach sollte also 200 Watt sein. Wir bieten auch gar keine Anlagen unter 200 Watt an. Ja, eine Anlage mit 300 Watt kostet gerade mal gute 150 Euro mehr. Also hier stellt sich auch die Frage, glaube ich, gerade gar nicht, was man nehmen sollte. Wichtig ist aber zu wissen, was man für Module nehmen soll. Also da kommen dann wieder solche Geschichten. Ja, ich nehme nur Sunpower-Module eines bestimmten Lieferanten. Ich nehme nur Schindeltechnik-Module, ich nehme nur dies, das und jenes. Das ist völliger Quatsch. Also wenn euch einer eine Solaranlage verkaufen will, ich sag mal eine 200 Watt Solaranlage und die soll mal eben gepflegte 2.500 Euro kosten, das kenne ich reichlich und genug, dann frage ich mich, ob das wohl in einer deutschen Werkstatt handgeklöppelte Module sind, denn die kommen alle aus China, da machen wir uns mal nichts vor. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist hier sicherlich, oh, hier kackt gerade ein Hund schön vor mein Wohnmobil, super. Das andere ist sicherlich, dass es wirklich nur darum geht, um die Voltzahl der Module, denn das ist wichtig. Also Standardmodule, 12 Volt Module, die haben eine Leerlaufspannung von maximal 17 Volt. Die sind, wenn ich eine Lithiumbatterie angeschlossen habe, die eine Ladeschlussspannung haben möchte von 14,6 Volt, sehr schnell an ihrem Limit. Das heißt also, wenn ich so ein Wetter habe wie heute, wo ich also nur eigentlich sehr diffuses Licht habe, wird die Anlage so gut wie gar keine Leistung bringen. Das kann man mal eben komplett vergessen. Ist es eine Anlage mit einer hohen Leerlaufspannung, so wie wir sie verwenden, sogenannte Hochvoltmodule, die halt eben immer um die 36 bis 40 Volt an Leerlaufspannung haben, habe ich sehr viel Reserven, um nach unten hin meine 14,6 Volt zu erreichen. Das heißt also, auch in der Dämmerung oder halt eben bei so einem Wetter wie heute, wo ich eigentlich gar kein Wetter habe, beziehungsweise keine Sonne, bin ich immer noch in der Lage, Strom zu produzieren. Denn die anderen Module sinken sehr schnell so weit in der Spannung runter, dass es halt eben nicht mehr möglich ist, Batterien zu laden. Da gibt es sogenannte Step-Up-Wandler. Das heißt also, die machen auch aus 8 Volt 12 Volt. Das würde aber dann bedeuten, ihr müsst euch vorstellen, wenn das Modul schon keine 12 Volt mehr liefert, dann liefert es auch keine Stromstärke mehr. Das heißt also,
komm mal ganz ehrlich, ohne Sonne geht gar nichts, oder halt eben um entsprechend gute Module. Für mich gibt es keine guten Hersteller. Wenn wir über SunPower-Module reden, reden wir über einen Markennamen. Das ist SunPower, das sind die Solarzellen, nicht die Module. Weil diese SunPower-Solarzellen werden in vielen Modultypen verwendet. Schindeltechnik bedeutet einfach nur, viele Solarzellen auf einen möglichst kleinen Raum unterzubringen. Das heißt also, ich bekomme viel Leistung auf kleinen Platz. Das wird dadurch gemacht, dass da die Busbars zwischen den einzelnen Solarzellen weg sind und die Module so, die Zellen so übereinander geschindelt sind und von oben nach unten durchverbunden sind. Entschuldigung, ich muss husten. Hat einen Vorteil, ja, ist aber unter Umständen, hat es eine ganz schlechte Serie gegeben aus, man höre, nicht China, sondern aus Indien. Von Indern hergestellte Module, die mussten alle zurückgerufen werden. Und das ist alles nach der Garantie passiert, deswegen davon auch die Finger weg. Macht nicht den Fehler und kauft euch eine Solaranlage für euer Wohnmobil, die eine einzige AGM-Batterie versorgt. Sprich eine 92 Ampere AGM-Standardbatterie. Ihr habt nur insgesamt 46 Ampere zur Verfügung. Das ist physikalisch bedingt. Ich kann so eine Batterie nur zu 50% entladen. Da gehe ich aber in einem anderen Video sicherlich nochmal drauf ein, was die Batterien anbelangt. Das heißt, was nützt euch? Die geilste Sonne vor dem Herrn und in 3 Stunden sind eure Batterien wieder voll, wenn ihr keinen Speicher habt. Dann bringt euch das alles nicht. Weil ihr kommt mit eurem E-Bike abends nach Hause, macht dann den Wechselrichter an, wollt dann das E-Bike laden, wollt morgens frühstücken, immer zu Zeiten, wo es noch keine Sonne hat. Und dann sind 42 Ampere mitunter schon mal an einem Tag weggelutscht. Das ist einfach dadurch bedingt, ein Wechselrichter mit 1500 Watt, eine Standardleistung, der eine Kaffeemaschine betreiben soll, der zieht während des Prüfvorgangs mal eben um die 96 bis 100 Ampere aus der Batterie. Unterschätzt bitte nicht die E-Bike-Akkus, die sind wirklich heute so gut und haben so viel Energie, dass die euch mal eben kurz die Untersitzbatterie in eurem Fahrzeug auch an einem Tag komplett leer lutschen. Das heißt also, es muss immer das Verhältnis stimmen. Wir selber sagen einfach, auf das Dach kommt das, was geht, nicht das, was muss. Denn das, was muss, kann man nicht entscheiden, das ist schwierig. Wollt ihr Urlaub in Norwegen machen, macht ihr Urlaub nur in Spanien. Selbst in Spanien, ich sag mal die Winterbirds, wie die ja so schön heißen, die unten in Spanien überwintern, haben oft den ganzen Tag den Schiefstand der Sonne. Das heißt, die Sonne kommt nicht von oben, sondern im Winter halt eben sehr schräg. Und da ist es wieder die Masse der Modulflächen, die euch dann eine einigermaßen eine Ladung beschert. Da ist es dann wieder nicht, dass ihr sagt, ihr habt was Besonderes auf dem Dach, sondern da geht es einfach darum, viel Fläche bringt viel Energie. Und bei schiefstehender Sonne werdet ihr mit einem 200 Watt Modul in einem Kastenwagen, der einen Gaskühlschrank hat, also Absorberkühlschrank hat, ohne die E-Bike zu laden, ja. Aber die ersten Anschaffungen sind ja im Allgemeinen immer im Kastenwagen die Satzschüsse, die muss ja unbedingt, weil man muss ja Fernsehen gucken. Ich habe keine Ahnung wofür, aber man muss ja Fernsehen gucken. Guckt nach hinten, hier ist kein Fernseher, ich brauche keinen. Ist einfach so, aber jeder so, wie er will. Dann kommt meistens eine zweite AGM-Batterie, weil die wurde einem schick verkauft. Völliger Humbug, bitte die Finger davon lassen. 2 AGM-Batterien wiegen über 50 Kilogramm. Eine Lithium-Batterie, die 2 AGM-Batterien ersetzt, wiegt 11 Kilogramm. Also das nur mal ganz am Rande. Ihr fahrt sowieso immer schon ziemlich zu Anfang mit einem gewichtstechnisch völlig ausgelutschten Kastenwagen durch die Gegend. Also ich spreche jetzt gerade mal hier vom Kastenwagen. Der ist im Allgemeinen immer schwerer als ein Integrierter oder Teilintegrierter. Darum macht sowas nicht. Geht einfach hin und seht zu, dass ihr mit vernünftigen Maßen vernünftige Werte erzielt. Das heißt also, eine Solaranlage, wenn
ihr mich jetzt fragen würdet, gesetzt den Fall, was soll ich machen? Ich habe einen 5,99 Meter Kastenwagen, ich möchte eventuell E-Bikes laden und ich möchte gerne einen Wechselrichter haben, damit sich meine Frau mal die Haare föhnen kann und ich morgens meinen Kaffee aus der Nespresso-Maschine kriege. Dann sage ich, wir fangen an bei 300 Watt. Ganz simpel und eigentlich auch bei 100, noch besser allerdings zweimal 100 Ampere Lithium, aber dazu kommt gleich wieder nochmal was anderes. Wir verwenden in erster Linie Victron. Solarladeregler, weil sich diese wirklich explizit auf jede Batterie einstellen lassen. Gerade bei Lithiumtechnik ist das wichtig, weil nicht jede Batterie hat eine universelle Ladeschlussspannung. Es gibt welche mit 14,4 und welche mit 14,6. Kann man sagen, sind nur 0,2 Volt. Ja, die fehlen mir aber, um die Batterie bis oben hin voll zu machen. Wir nehmen Victron. Es gibt noch einige andere gute Marken, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Der Nachteil bei Victron, Victron hat keinen Ausgang für die Motorbatterie, hier kann man aber mit einem Standby-Charger arbeiten, sodass halt eben, wenn die Aufbaubatterie voll ist, bis zu 5 Ampere regelmäßig dann in die Motorbatterie gepumpt werden. Übrigens, so funktioniert auch ein Solarladeregler. Der nimmt nicht immer von der Ladespannung, die ihm zur Verfügung steht, diese 3-4 Ampere ab für die Motorbatterie, sondern das macht er auch erst dann, wenn er merkt, dass die Aufbaubatterie voll ist. Das muss man wissen. Wir werden dann oft gefragt, ja, ich kann doch gleich den Solarladeregler nehmen, der hat doch zwei Anschlüsse. Ja, den kann ich aber nicht explizit auf die Batterie einstellen. Und er lädt halt die Motorbatterie auch erst dann, wenn die Aufbaubatterie voll ist. Darum, bei Solaranlagen. Liebe Leute, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Keine Sau braucht eine Solaranlage mit 500 Watt für 4000 Euro. Das sind Zahlen, die sind nicht unrealistisch, die kenne ich sehr, sehr gut, die hören wir immer wieder. Eine 200 Watt Solaranlage, wo ich sage, das ist das unterste der Gefühle, kostet 1400 Euro fertig aufgebaut, mit allem drum und dran. Eine 300 Watt Anlage kostet 1500 Euro fertig aufgebaut, mit allem drum und dran. Teurer darf es nicht werden. Und damit seid ihr gut und es sind immer Hochvoltmodule. Davon mal abgesehen, achtet darauf. Nicht, ihr müsst das nicht bei uns kaufen. Achtet bitte darauf, dass es Hochvoltmodule sind. Die haben die entsprechenden Reserven bei schlechtem Liter, bei schlechtem Licht, bei diffusem Licht und in der Dämmerung. Dämmerung ist aber totaler Humbug, weil mal ganz ehrlich, in der Dämmerung steht das alles so schief, das Licht, da haben wir vielleicht noch die Voltzahl, aber uns fehlt mal ganz einfach dann die Stromstärke, deswegen vergessen wir das mal, das ist dummes Zeug. Die ganze Aktion mit diesen Faltmodulen, dazu möchte ich auch noch mal eben zwei Worte sagen, die könnt ihr als Ersatz gerne mitschleppen, diese 7 bis 10 Kilo für einen 200 Watt Modul oder teilweise noch schwerer, wenn es halt eben die Aluminiumkoffer sind. Aber so ein Blödsinn. Na ganz ehrlich, ihr müsst alle Stunde hingehen, das Modul etwas versetzen, damit es wieder zur Sonne ausgerichtet ist, denn durch diese 30 Grad ist es sehr empfindlich, wenn die Sonne von der Seite kommt. Also habt ihr das schon mal gesehen, auf dem Platz, wenn die Leute so alle 30 Minuten hingehen und ihr Solarmodul etwas rumsetzen, damit es wieder ideal zur Sonne steht? Alter Schwede. Und schön festketten, denn die werden gerne geklaut. Das heißt also nicht, wenn die Sonne ideal ist und ihr an den Strand geht, das Wohnmobil aufladen? Nein, da muss das Modul ja weggestellt werden. Dann höre ich immer hinter der Windschutzscheibe so ein dummes Zeug. Es hat noch kein Modul gegeben, was wirklich astrein hinter einer Windschutzscheibe funktioniert. Es sei denn, das Wohnmobil steht wie eine 1 zur Sonne um 11 Uhr morgens und bis 11.30 Uhr. Danach ist Feierabend. Das ist also Quatsch. Diese tragbaren Module mögen gut sein, wenn man sagt, man fährt nach Kroatien, bleibt dort 2 Wochen im Schatten unter Bäumen stehen, hat keinen Landstrom und möchte dann halt zwischendurch immer seine Batterien wieder aufladen. Und wenn man genug Gewichtsreserven hat und genug Platz im Wohnmobil hat, super geile Idee. Kommt mir auch nicht mit diesen Energiespeichern, die dann die Fahrzeugbatterie ersetzen sollen. Ihr habt schon wieder einen Teil, was irgendwo im Wohnmobil rumsteht. Es kann nicht draußen stehen bleiben, weil es wird geklaut. Leute, man muss das Rad nicht neu erfinden.
eine vernünftige Solaranlage auf dem Dach, die das ganze Jahr über dafür sorgt, dass eure Batterien immer fit und frisch sind, wenn er nicht gerade in der Halle steht. Die dafür sorgen, in Verbindung mit einer guten Lithium-Batterie. Fertig, aus ist die Lucy. Das reicht. Dazu kommt dann vielleicht noch ein Wechselrichter, eine Netzvorrangschaltung und dann war es das. Auf ein Wohnmobil gehört für mich, und wir müssen das mal einfach sagen, Wohnmobil oder Reisemobil, für mich sind das, was ich hier fahre. Ich fahre einen Kastenwagen, das ist ein Reisemobil, damit reise ich wirklich viel. Da gehört für mich eine Solaranlage drauf, denn erst das ermöglicht mir das freie Reisen. Und ich muss mich nicht an die Konventionen halten, dass ich immer einen Stromanschluss haben muss, denn ich kann tatsächlich meinen Urlaub so gestalten, wie ich will. Achtet bitte darauf, nehmt keine flachen Klebemodule. Ganz kurz möchte ich das anreißen. Wir haben ein Problem, wir haben eine Oberfläche, das ist unser Dach, egal ob es jetzt Stahl oder Kunststoff ist. Darauf wird ein Modul geklebt. Wir kleben die Module mit einem EPDM-Streifen darunter. Das heißt, wir haben also Luft in etwa 5 bis 8 mm Luft zwischen Modul und Dach. Das heißt, wir haben also eine Luftzirkulation und dann wird das nur punktuell geklebt. Es bleibt aber immer noch ein Fall, ein Faktor. Das Dach hat einen anderen Ausdehnungskoeffizienten als das Modul. Das heißt also, das Modul will sich auf 1,06 m ausdehnen. Ich übertreibe das jetzt. Und das Dach will sich aber nur 2 cm ausdehnen. Das würde bedeuten, das Modul fängt an, sich aufzuwerfen. Es fängt an, sich aufzuwerfen und dadurch reißen diese Busbars, diese Verbindung von einer Zelle zur anderen, die reißen und dann gibt das Modul in relativ kurzfristiger Zeit komplett den Geist auf. Es gibt ein Riesentheater. Wir werden angerufen, dann heißt das, was habt ihr uns für einen Scheiß gekauft? Wir sagen fünfmal, wir haben es euch vorher gesagt, nehmt bitte keine aufklebbaren Module. Das ist die letzte Lösung. Oder wenn ich Umrundungen muss, akzeptiere ich das auch noch. Aber sonst würde ich niemals flexible oder semi-flexible Module nehmen, es sei denn, sie dürfen flexibel arbeiten. Das heißt, ich habe sie irgendwo stehen und die können sich ausdehnen, so viel wie sie wollen. Ansonsten dürft ihr uns jederzeit anrufen. Wir sagen euch immer was zu der Solartechnik, so wie wir sie sehen, wie sie wirklich Sinn und Zweck macht. Wir sind nicht herstellergebunden. Wir achten überhaupt nicht darauf, was uns von den Lieferanten angeboten wird oder von den Großhändlern, sondern wir achten darauf, was ihr braucht und nur das, was ihr braucht. Das ist unser Ziel. Das verfolgen wir schon lange. Das funktioniert gut. Und wenn es euch gefallen hat, was ich euch jetzt mal hier zu den Modulen erklärt habe, freue ich mich natürlich über ein Like, ist ganz klar. Und schaut euch ruhig mal den Kanal an, denn alles das, was wir einbauen, testen wir. Und ich sage, ohne Wenn und Aber, ob ich es gut finde oder ob es meines Erachtens scheiße ist. Bis dahin, das nächste Video, was jetzt kommt, geht über Batterien und was brauche ich und in Verbindung mit der Solaranlage, was ist eine gute Kombination. Vielleicht habt ihr Bock darauf. Bis dahin, schöne Ostern noch und tschüss.